14. Januar 1963, aus dem geistlichen Tagebuch von Elisabeth Kindermann, die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Deine Leiden werde ich vermehren und steigern, aber ich gebe auch Kraftspenden der Gnaden dazu, damit du Mut habest. Wie ich merke, bemühst du dich, dich ganz mir zu überlassen. Das ist eine Gnade, die deine Seele beherrscht. Verliere sie nie, Satan weiß darum. Mit all seiner Kraft will er dich dieser Gnade berauben. Ich lasse es zu, damit er sieht, was diese Gnade in deinem Herzen bewirken kann. In diesen Tagen bat mich die heiligste Jungfrau gütig und mütterlich. Meine kleine Tochter, sei sehr demütig. Er schaute mich mit dem durchdringenden Blick seiner Augen an, begleitete mich und sprach: Meine kleine Tochter, schaue auf mich. Unsere Augen schauen ineinander, unser Blick verschmelze sich. Dieser wunderbare Blick, den ich noch niemals gesehen und der meine Seele begleitet, half mir zu großem Sieg in den schrecklichen Versuchungen Satans. Der Herr Jesus sprach erneut: Schau nur auf mich, höre nicht auf mit dem Betrachten meiner Augen, denn in den neuen Kampf, dass Satan versucht, in deine Nähe zu kommen, wird der Blick meine Augen Satan blenden. Das wird noch nicht im Bilde sein, denn ich lasse nur zu, dass er dich versuche. Unser Blick verschmelze sich. Als dies geschah, weinte und schluchzte ich über meine Sünden. Da wurde es meine Seele leicht. Hernach fragte ich den Herrn: Mein geliebter, anbetungswürdiger Jesus, was empfindest du jetzt? Als Antwort auf meine Frage ließ er mich wahrnehmen, dass er alle so empfängt, sie sollen nur ihre Sünden bereuen. Meine Tochter, sorge dafür, dass viele bekehrte Sünder zu mir kommen. Beweine und bereue auch ihre Sünden. Diese Worte von Pater X kommen mir oft in den Sinn. Leiden Sie sanft, und wenn immer ich auch daran denke, verspüre ich eine Kraft in mir. Ach, wie wunderbar ist auch nur ein einziges Wort von ihm. Es ist von göttlicher Kraft durchdrungen. Mit sanftem Leiden und neuer Kraft leide ich weiter. Oft denke ich daran, was der Herr Jesus mir gesagt hatte. Die Worte deiner Seelenführers stammen von mir. Nimm sie in großer Ehrfurcht auf und folge ihnen in heiligem Gehorsam. Wenn ich auf diese Weise die Worte des Herrn betrachte, ist mir leichter zumute, aber die Blindheit meiner Seele besteht weiter. Die qualvollen Leiden meiner Seele sind mir höchst peinlich. An die Liebesflamme der heiligsten Jungfrau wage ich gar nicht zu denken. Ich habe das Empfinden, das Anliegen sei gar nicht mir anvertraut worden, als hätte die heiligste Jungfrau ihre Weitergabe einer anderen Person übergeben. Habe ich sie durch meinen Stolz beleidigt oder bin ich bei der Erfüllung ihrer Bitte nachlässig gewesen? Was ist mit mir los? Frage ich mich oft. Bin ich vom Teufel besessen oder umringen mich die bösen Geister? Die geistige Blindheit hält mich umfangen. Der Herr Jesus wiederholte: Deine Leiden werde ich vermehren und steigern. Hernach hatte ich schwere Stunden durchzumachen. Der weitergehende Kampf wirkt sich auch auf meine körperlichen Kräfte aus und mehr als einmal sinke ich müde zusammen. Hier schreibe ich kein Datum, ich bin völlig verwirrt. Ich weiß nicht, welchen Tag und den wievielten im Monat wir haben. Jetzt ficht mich Satan eben wegen meines Stolzes an und ich weiß nicht, was ich tun soll. Während ich so nachgrübelte, sprach die heiligste Jungfrau Maria: Du bist die kleinste, unwissendste und am wenigsten verdienstvolle Seele auf der Welt, die ich jeweils für die Weitergabe meiner Gnaden auserwählt habe. Dennoch will ich meine Mitteilungen durch deine Kleinheit und Demut weitergeben. Ich durchdachte tief die Worte der heiligsten Jungfrau. Sie weiß, wer ich bin. Das hat mich beruhigt, da auf meinen Geist ein wenig Licht fiel.
die am wenigsten verdienstvoll auf dieser Welt. Oh, meine liebe Mutter, wie gut, dass du dies mir sagst. Das ist es, was auch ich ständig empfinde. Während meiner Arbeit sagte die Jungfrau Mutter, wie oft und wie viele sagen das Wort schmerzhafte Mutter, denken aber nicht daran, dass ich auch jetzt leide und nicht nur am Kreuzweg meines göttlichen Sohnes. Die Klage der Jungfrau Mutter erfüllt mein Herz mit großem Schmerz. Ich fühle das brennende Verlangen, ihre Liebesflamme schnellstens weiterzugeben. Während der morgendlichen Gebetswache dieses Tages erschien mir wieder der durchdringende Blick des Herrn. Die Erfüllung seines mir schon früher mitgeteilten Herzenswunsches erbat er jetzt nicht durch Worte, sondern mit dem durchdringenden Blick seiner Augen. Ach, diese Augen, meine irdischen Augen können ihren Blick gar nicht ertragen. Meine Augen schließend, konnte ich nicht einmal zitternd auf ihn blicken. Der Blick seiner Augen ist wie ein Blitz, der alles erleuchtet. Er durchdrang mein ganzes Wesen, dass ich all meine geheimen Sünden beleuchtet sah und empfand. Stundenlang strömten meine Tränen ohne Unterlass. Meine Sünden, ach meine Sünden, seufzte ich stöhnend. Der Seelenschmerz über meine Sünden war inzwischen so gewaltig wie noch nie. Er ließ den durchdringenden Blick seiner Augen weiterhin auf mir ruhen. Währenddessen sprach er. Unsere Augen schauen ineinander, unser Blick verschmelze sich. Ich arme Sünde, ich große, sehr große Sünde. Und meine sündigen Augen sollen sich mit dem göttlichen Blick deiner Augen verschmelzen. Und nicht nur meine Augen, sondern nach deinem Wunsch alle Augen, alle Augen. Jesus sagte, wer mit mir geht und mit mir sammelt, dessen Augen sollen auch mit mir sich verschmelzen. Dieser außergewöhnliche Seelenzustand, der vorher in mir herrschte, stellte sich am Morgen vollkommen ein. Schwere und dunkle Stunden habe ich miterlebt. Während ich der heiligen Messe beiwohnte, hat Satan mich schrecklich angefochten. Meine Gedanken brachte er durcheinander, einmal mit Schmeicheleien, ein andermal mit Grausamkeiten. Während der Darbringung des heiligen Leibes und Blutes wütete er entsetzlich. Werde auch du ein Martyrer, opfere dein Leben hin wie dein Angebeteter. Er nahm sich auch das Leben, warum nicht auch du? Nimm es dir, dann wirst du auch ein Martyrer und deine Qualen haben ein für allemal ein Ende. Du musst ohnehin dein Leben hingeben, gib es aus freiem Willen hin. Mit aller Kraft versuchte ich, seine himmelschreiende Versuchung von mir fernzuhalten. Dazwischen flehte ich zum himmlischen Vater. Mein guter himmlischer Vater, ich, dein kleiner Funke, flehe zu dir. Du hast mich geplant, erschaffen und auch meine Todesstunde schon festgelegt. Wer würde sich anmaßen, sich unbefugt und unverfroren in deine Güte und Macht einzumischen? Rette mich vor dem bösen Feind, der es wagte, sogar deine göttliche Majestät zu versuchen. O mein gütiger himmlischer Vater, ich brauche jetzt die starke Stütze deiner Hand. Dein göttlicher Sohn hat mich gelehrt, immer klein zu bleiben. Kann ich überhaupt vor deiner göttlichen Majestät anders sein? Kann ich vor deiner Größe und Glorie etwas anders sein als ein winzig kleiner Funke, der von deines Lichtes Pracht seinen funkelnden Glanz bekommt. O allerseligste Jungfrau, verblende Satan, denn er will meine Seele zu einer himmelschreienden Sünde verführen.